Vielleicht schaffen wir es ja nochmal nach der Zeit. Wir können ja hingehen und der ist noch in der Uni. Der hat bis 19 Uhr in Hamburg noch von mir. Aber ich wollte schon mal genau. Ich denke, dass er hat es geraubt, aber eine Freude jedenfalls. Wie schön, dass ihr euch mal trefft, ne? Ja, stimmt. Alles andere hätte mich beunruhigt. Das Buch, dessen Erscheinen zu feiern wir uns heute hier versammelt haben, ist ja eine Art Metakunst. Insofern, als die fotografische Dokumentation der Schindelhütschen Ausstellung selbst zur Kunst wird. Es ist eine nahezu lückenlose Werkschau der ganz besonderen und der ganz anderen Art. Das sind zugleich zwei Bücher in einem, sozusagen, weil wir außerdem ein absolut lückenloses Verzeichnis aller Ausstellungen vor uns haben, die Ali Schindelhütte in den letzten 60 Jahren veranstaltet hat. Und das ist ja schon bemerkenswert, oder? Dass jemand, den oberflächliche Zeitgenossen womöglich auf den ersten Blick als etwas chaotisch einstufen könnten, diese ganzen Sachen seit 1959 gesammelt, verwahrt und jetzt auf diese wunderschöne Weise herausgegeben hat. Das ist schon was wirklich Besonderes. Das ist ja seine Kunst. Es gibt viele Gründe, warum Ali Schindelhütte vielleicht wie kein anderer das Übel Gönnerhafte verkörpert. Der menschliche Grund, natürlich. Der freundliche Nachbar mit Charakterkopf, der bei 30 Freunden auf einmal wohnt. Aber der sinnfälligste Grund scheint mir in der ästhetischen Einheit seines technisch und formal extrem vielfältigen Werks zu liegen. Alis Holzschnitte verhalten sich zu seinen widrig pittoresken Zeichnungen so, wie sich die eine Seite von Höwe Gönne zur anderen, zur Hafenseite fällt. Deswegen mag seine Oeuvre noch so kontrastreich sein, es ist als Ganzes, wie Höwe Gönne selbst, völlig harmonisch und einzigartig, also mit sich selbst identisch. Und man kann viele von Alis Holzschnitten wuchtig nennen, oder man kann sie massiv nennen, aber nicht schwer. Denn fast alles, was Ali produziert, hat etwas Spielerisches. Sein Ausdruck reicht vom Derben bis zur totalen Verfeinerung, vom Kantigen bis zum Verschwommenen, aber immer gibt es Humor oder Ironie oder Groteskes. Mit Ironie ist hier weniger der Spott oder das sich lustig machen gemeint, obwohl Ali zweifellos auch das beherrscht, sondern gemeint ist ein künstlerisches Prinzip. Markus Schindelhütte in seinen Schnitten, Radierungen, Lithografien, Zeichnungen, Krachen, Lachen, Schweben oder Leben lassen, da ist stets das philanthropische, sokratische Zwinkern dessen am und im Werk, dem es ernst damit ist, die Welt nicht in Unernst erstarren zu lassen. Dass Ali in diesen 61 Jahren alles noch gemacht hat, das kann man nun in dem Buch zum großen Teil wiederfinden, das hier heute eröffnet wird, mit den vielen Ausstellungen, die er gemacht hat. Das ist eigentlich das, was mein Grußwort besagen soll. Und, also man kann, ich sage noch mal, da auf dieser linken Reihe sind alle Ausstellungen und Veröffentlichungen, Ausstellungen, die ich seit 1959 gemacht habe, sind da dokumentiert. Sehr viele Sachen mit dem Merlin Verlag und mit dir als Eröffnungsredner. Aber ich bin kein Redner, ich kann zwar sprechen, aber reden halten habe ich noch nie gekonnt. Und allenfalls. Weil du dich aus nicht an das Konzept hältst. ja, also so ist es. Und nun ist mein Grußwort auch zu Ende und ich wiederhole aber: Freude voran. Das ist das Wichtige. Dankeschön.